und möchte mich hier in diesem Video bei allen bedanken. Liebe Freunde, heute geht es um die Verlosung von den Turnbeuteln. Und zwar ist es so, dass so viele Leute einfach kommentiert haben und ich gedacht habe, eigentlich, ich hänge das irgendwo hinten an ein Video dran, mach das kurz mal so weg. Aber nein, ich möchte dem ein ganzes Video widmen, weil wir haben jetzt 100 Kommentare und ich will das nicht einfach so auswählen, irgendwie mal so per Zufall oder so oder was mir am besten gefällt, sondern ich habe gedacht, am fairsten ist es, wenn ich ein Programm benutze, das eben halt einen Kommentar aussucht. Und so habe ich mir das auch gedacht und so machen wir das jetzt auch, weil ich das eben halt am fairsten finde. Also legen wir mal los. Ja, als allererstes füge ich hier den Link ein von dem Video, wo ich die Kommentare laden möchte. Das mache ich jetzt einfach mal kurz. Hier seht ihr auch oben Loading 100 Comments, also genau 100 Kommentare sind es jetzt. Und dann kann ich eben auf den Randomly Pick Winner drücken und so haben wir sozusagen den ersten Gewinner. Also fangen wir einfach direkt an. Der erste Gewinner ist Michael Mischok. Glückwunsch zu 100, 1111 Abonnenten. Wie schon gesagt, deine Videos sind sehr cool und machen Lust auf mehr. Ich freue mich schon, wenn es bei mir losgehen kann. Ja, dann wünsche ich dir erstmal Glückwunsch zu dem Turmbeutel und ich hoffe, dass es bei dir dann lo bald losgeht. Kommen wir zum zweiten Gewinner. Oha, das ist ein ganzer Text. Also, Kausi1233. Glückwunsch zu mittlerweile 1130 Abonnenten. Ich bin eher einer, der keine Kommentare schreibt, aber ich habe dich durch Zufall vor einem halben Jahr oder so entdeckt, weil ich mir selber einen Bus gekauft habe und Tipps und Anregungen gebraucht habe. Mittlerweile bist du schon ziemlich gewachsen, abonnentenmäßig, und ich war selber erstaunt, wie schnell das ging. Den einen oder anderen Tipp habe ich selbst auch schon so umgesetzt dank deinen Videos. Und jetzt finde ich es echt super, dass du sowas für deine Abonnenten machst. Ich wünsche allen viel Glück und mach weiter so mit den Videos. Ja, dann hast du dir wohl selber Glück gewünscht. Also wünsche ich dir alles Gute, dass du den Turnbeutel gewonnen hast. Und kommen wir zum dritten Gewinner. Der dritte Gewinner ist Ernst W. Selbstverständlich, gerne gibt man Tipps und hilft sich als T4-Fan untereinander. Deine Bastelvideos schaue ich mir auch so immer gern an. PS, nein, ich brauche keinen Turnbeutel, wie die vielen Geier hier. Ja, da habe ich natürlich auch ein bisschen gelacht. Gut, wenn du keinen Turnbeutel willst, umso fairer natürlich für die anderen, dass du sagst, du möchtest keine, aber trotzdem kommentierst, das finde ich richtig geil auf jeden Fall. Vielen Dank daran und dann suchen wir uns einen neuen dritten Gewinner aus. Also los geht's. Der Topper, Glückwunsch. Danke für die tollen Tipps. Nächstes Frühjahr hoffe ich, die Kohle für meinen T4 am Start zu haben. Ja, dann hoffe ich das auch mal. Und vielleicht fängst du mit dem Turnbeutel erstmal klein an. Und ja, den würde ich dir dann natürlich gerne zusenden. Kommen wir zum vierten. Pascal Brüssel, sehr geile Idee. Werde mir jetzt dank deiner Hilfe eine Solardusche bauen. Deine Ideen inspirieren einen selber, was an seinem T4 zu machen. Weiter, immer weiter. Auf jeden Fall geht's immer weiter, das ist ganz klar. Und ja, das freut mich auf jeden Fall, dass ich dir irgendwie Inspiration geben konnte. Das ist einfach Sinn der Sache hier und finde ich richtig klasse. Und ich wünsche dir natürlich viel Spaß mit dem Turnbeutel. Kommen wir nun zum fünften Gewinner. Rolf Rolfsen. Ich würde mich riesig über einen solchen Beutel freuen, da auch ich schon viele super Ideen und Anleitungen hier gesehen habe und jedes Video verfolge. Ja, klasse erstmal, dass du jedes Video anschaust. Freut mich echt enorm. Und ich wünsche dir natürlich viel Spaß mit dem Turnbeutel. Und kommen wir nun zum sechsten Gewinner. Sigsomnia. Ich hoffe, es werden noch deutlich mehr Leute. Danke für die Videos. Wenn ich technisch dann mal fertig bin, werde ich mir so einiges abschauen. Das Armaflex bestelle ich mir als erstes. Ja, also erstmal natürlich cool, dass du hier dir Sachen anschaust und abschaust vor allen Dingen. Armaflex. Wirklich die beste Idee, das als allererstes zu bestellen, weil ich finde es sehr hilfreich. Und dir wünsche ich natürlich viel Spaß mit dem Turnbeutel dann. Kommen wir zum letzten und siebten Gewinner. Das ist der Pat Backer, wie auch immer. Sehr gute Videos, kein Geschnörkel, sachlich und super. Vermutlich, hoffentlich ein Ausrufezeichen, auch wenn es kein Beutel wird. Anregungen hole ich mir hier bei dir trotzdem. Aber so ein Beutel wäre schon schön. Ja, dann sage ich natürlich herzlichen Glückwunsch, du hast den Beutel dann für dich gewonnen. Und ich bedanke mich für deinen Kommentar auf jeden Fall.
Jetzt haben wir alle 7 Leute ausgewählt und jetzt kommen wir natürlich auch dazu, wie ihr das Ganze dann bekommen könnt für euch zu Hause. Und zwar ist es so, dass ich mir am liebsten wäre es mir, wenn ihr mir irgendwie bei Facebook, Instagram oder Twitter vielleicht eine private Nachricht schreibt, also direkt einfach mir eine Nachricht schreiben, so sehe ich das am schnellsten und am anonymsten. Ansonsten könnt ihr mir auch irgendwie einen Kommentar schreiben bei YouTube, dann bitte natürlich eure Adresse und euren Namen nicht da reinschreiben, sondern erstmal mich irgendwie anschreiben und dann kontaktieren wir uns irgendwie nochmal anders. Und so kriege ich dann irgendwie eure Adresse und euren Namen natürlich und schicke euch das dann natürlich zu, kostenlos. Ich hoffe, ihr meldet euch und ansonsten wird ein anderer Gewinner ausgelost. Also ich lasse euch jetzt mal 2 Wochen Zeit, da könnt ihr euch gerne melden. Und wenn es nicht so dazu kommen sollte, dass innerhalb dieser 2 Wochen sich alle gemeldet haben, werde ich einfach nochmal dieses Programm starten und für mich natürlich zu Hause dann auswählen, wer dann stattdessen diesen Turnbeutel bekommt. Ansonsten möchte ich mich einfach riesig an alle bedanken, die kommentiert haben. Ich feiere das echt tatsächlich super heftig. Keine Ahnung, also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und ja, das ist, glaube ich, so das meistkommentierte Video überhaupt. Und ich würde mich natürlich super freuen, wenn ihr auch bei anderen Videos weiterhin so fleißig kommentiert und mir zeigt auf jeden Fall, dass es Bock macht. Ansonsten möchte ich jetzt hier nochmal sagen, ich habe extra diese 100 Kommentare waren so viel sozusagen für mich, dass ich gesagt habe, ich antworte erstmal keinem und möchte mich hier in diesem Video bei allen bedanken. Und wenn dieses Video raus ist, dann werde ich speziell an die Leute, die wirklich eine Frage gestellt haben oder ähnliches, werde ich denen nochmal in den Kommentaren beantworten. Nicht, dass sich die anderen jetzt irgendwie vernachlässigt fühlen. Euch danke ich einfach in diesem Video, mit diesem Video, dass ihr kommentiert habt und dass ihr immer so fleißig dabei seid. Freut mich tierisch auf jeden Fall. Ich habe wirklich jedes Kommentar einzeln durchgelesen. Es ist echt Hammer, wie ihr dabei seid. Und ich freue mich da tierisch drüber. Und würde einfach sagen, dann habe ich alles gesagt und ich hoffe, dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen und gerne fleißig kommentieren. Ihr wisst Bescheid. Also, ja, haut rein, bis zum nächsten Video.